Guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft für Große. Hi Minias, grüß dich. Guten Tag. Ich stehe gerade in einem Raum von komplett aus Beton. Voll gut. Voll gut. Ja, ein kleines Missgeschick ist passiert. Wir gucken mal kurz in die Händlerkiste. Oh, leer. Die Händlerkiste ist leer. Man hat uns beklaut. Mitten in der Nacht kam so ein dicker Zombie und hat uns die Kiste ausgeraubt. Der Arsch. Ja. Passiert. Ja. Das Geld hatte ich Gott sei Dank in der Tasche. Ja. Ich habe in der Nacht habe ich zum Ende der Folge mal so ein bisschen aufgewertet. Ich habe ein bisschen Beton hier durchgesammelt. Und wollte dann, hier war ja Holz um die Tür. Und ja. Ich habe von außen gearbeitet und habe gesagt, oh, guck mal, nur Holz. Und sehe von innen, wie die Kiste so. Dann lag hier unten, hier lag das Holz von der Kiste und davor der Rucksack. Und ich habe noch reingeguckt, ey, ist alles gut. Hatte aber kein Holz. So, jetzt habe ich gedacht, naja, holst du mal schnell Holz, um eine Kiste zu machen. Komm wieder, ist der Rucksack weg. Ja, ziemlich mies. Ja, ja. Und ziemlich aber doof so von mir. Naja. Ja, passiert, mein Gott. Ja. Ich düse gleich zum Händler, beziehungsweise zu allen Händlern und guck mal, ob ich Orga-Parts kriege. Ja, ja. So. Vielleicht haben wir Glück im Unglück, sozusagen. Hast du Munition? Nee, du bist immer noch am... Ja, der craftet immer noch durch. Okay. Ich mach mal ein bisschen Feuer hier. Ich will mal den einen Korb an das Minibike ransetzen. Ich habe mir hier einen Korb. Au! Oh, wenn du noch ein Schloss hast. Nee, habe ich nicht. Der hat noch hier näher, oder? So, zumindest ein Korb Kraft. Dran. So, wir kriegen jetzt gleich wieder extrem Schreitantenbesuch. Weil die Forges angehen. Ja. Den Zwischenbereich müssen wir noch auf, da brauchen wir wieder Beton. Den müssen wir noch aufwerten. Ich schmeiß an, ja. Ich brauche übrigens eine... 10.000 Beton durchgeknallt, ja, ne? Ungefähr. Mhm. Naja, das Problem ist, dass... war ja, dass das Haus aus... Also der Mittelteil... Sag mal so, wenn der Mittelteil weggeschmolzen wird jetzt durch den Spucker, dann ist doof. Ja. Ja, das wird nicht passieren. Das Thema ist ja das, dass... Ja, der Oberteil ist abgesichert. Dass ich praktisch durch diese Backsteine muss ja zweimal aufwerten, ne? Ja. Deswegen ist da so viel Beton draufgegangen. TIB, toll im Preis. 800. So. Ach, was wunderschön. Wir müssen auch nicht mal eine zweite Dings bauen. Können wir... Ich hol jetzt mal Holz. Wir noch Holz, ne? Ja, Holz immer. Da ist noch einer. Ich bin ein Idiot, hau ich da die Kiste weg. Oh Mann, ey. Zum Glück hat der Kaiser wegen unserer Loot-Tour das Geld da einstecken gehabt. Ja. Und mal Töpfe. Hier noch einen Pott machen. Pott. Irgendwie sieht das alles komisch aus. So, wir sind an Tag 34, das heißt, wir haben noch 48 Stunden Zeit. Nein, 24 Stunden Zeit. Nein, stimmt nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 36 Stunden. Egal, wie auch immer, wir haben noch Zeit. Wir. Burning Barrel, wie mache ich das denn? Burning Barrel, Forged Iron 3 und ein bisschen Holz. Passt. Ich brauche bald eine neue Axt. Das und das. Was für eine? Eine Axt, um Bäume zu fällen. Achso, oh, fuck. Was ist denn das? Da knallt da drin. Ich schmeiße immer die Kettensäge in die Waffenkiste rein. Ja gut, dann machen wir es so. Das war nicht angenehm für die Zuschauer, aber... Munition. Wo? Nee. Da. Ja, wenn wir Benzin brauchen, kann ich auch ein Auto auseinanderschrauben. Ja. Haben wir, glaube ich, nicht mehr so viel. Burning Barrel ist da. Beziehungsweise haben wir nicht noch irgendwo ein brennendes Fass? Ich habe hier gerade eins gecraftet für die Chemiestation. Achso. Und das und... Hier ist 1000 Sprit, nehme ich mit. Wo ist die Kettensäge? In der Waffenkiste. Nailgun. Was haben wir hier gemacht? Ja. Und noch ein bisschen Benzin dabei. Oh, so viel Gunpowder, ist das geil, ey. Jetzt schleppe ich wieder so viel Unsinn und Scheiß mit. Meine Wrench da. Wie lebt man denn nicht nach? Mit R, gell? Ja.
Oh, ist so schön. Klick, klick. Es ist so romantisch, wenn die Kettensäge angeht. So, liebe Zuschauer. Kettensäge zirkt. Tut mir leid, muss leider. Okay, es geht nicht. Warte mal. Das tue ich den Zuschauern nicht an. So, ich habe es jetzt leiser gedreht. Okay. Immer noch sehr laut, oder? Das höre ich zwar nicht, wenn ein Zombie kommt, aber Zuschauer rennen mir nicht weg. Man muss im Intervall sägen. Nö, ich habe jetzt ziemlich leise gedreht. Okay. Händler hat heute Respawn. Bitte Orga, bitte Orga, bitte Orga. Das ist der Hammer. Das wäre der Hammer. Hallo. Wir brauchen noch einen Motor. Jetzt voll Recoil die Kettensäge. Wenn du mit der sägst, wandert sie nach oben. Ja. So, Händler Nummer 1. Bitte hab was. Wieso ist denn noch lock? Ach, wir haben jetzt 5:45. Guten Morgen. Und schlagen wir ein paar Ressourcensteinchen. Kriegt man eigentlich Punkte dafür, wenn man der Kettensäge Bäume fällt? Oh, bestimmt, ja. Irgendwas. Hoffe ich doch. Ich zerhack einen Stein und krieg Clothing. Skill, okay. Na denn dann. Jetzt auch nochmal Gravel. Nein! Kettensäge ist am Arsch. Ach, was? Hm. Repair Kit müsste funktionieren. Er gilt als Waffe, okay. Müsstest du damit machen können, ja. Wenn ich mich nicht irre. So, jetzt haben wir keinen Ton mehr, keinen Ingame-Sound. Ist alles so still hier. Ach, was schön. Dort ist noch Ruhe. Händler, mach auf. Händler, mach auf. Ich komme mit der Kettensäge, mach da sofort auf. Ja, ich fürchte nicht. 11 Repair Kits, schau mal. Alles, ne? Ja, boah, ist laut. So, weh, du hast kein gutes Zeug, Junge. Ich bin bewaffnet. Ja, repariert. Gimme, gimme, gimme. Gimme, So. Ich habe im Moment fast 10.000 Holz. Was denn? Keine? Roger Parts hat er. Hm. Vielleicht können wir tauschen. Sag ihm, er bestellt einfach. Bestellen wäre geil, ne? Wenn es so 7 Tage dauern würde, bis es da hast. Ja. Oder es kommt per Luft. Das ist besser, als die wir haben, deswegen nehme ich die mit. So, den blöden Helm verkaufe ich dir wieder. Will er nicht. Oder es kommt per Luftexpress oder so. Oder so, genau. So per Airdrop. Was hat er denn noch hier? Das Typic X? SMG, 15.000. Nicht jetzt. Verteidigt dann immer der Typ. Mal zum nächsten. So, jetzt müsste ich aber auch nachpflanzen wegen der Nachhaltigkeit. Mhm. Ist dort? Ne, das ist alles gut, ne? Kein böses Gebiet, alles klar. Ach ja. Aber er hatte schon mal Parts. Das ist schon mal ein Lichtblick. Es geht in die richtige Richtung. Nur noch weitere 34 Tage oder was bis er die. Ich kann den Ton mal wieder lauter drehen, bevor mich so ein Zombie gleich überrascht. Wie die doch nicht. On the road again. Ich muss mal eben kurz den Auto zerlegen. Nur für den Fall der Fälle, weil ich habe keinen
Workbench mit. Ah, wie doof. So. Ich bin Level 80. Geil. Das heißt jetzt, was war das nochmal? Ich glaube Weapon, oder? War das nicht... Das weiß ich leider nicht. Was kannst du denn jetzt? Guck ich gleich. Mal ein bisschen Benzin. Ach komm, 50% reicht. Aber. So, Bäume nachgepflanzt. Gleich fertig. Tape und Glas. So. Level 80. Sehr gut. 49 Punkte. Weapons missing. Ja, Weapons missing bin ich jetzt Level, also 8. Ah, sehr gut. Dann kann ich jetzt mal, was könnte ich mal neue Keulen ansetzen zum Beispiel. Ja. Keulenmesser. Hat sie die Fortschritte alle angeworfen oder soll ich da Brennmaterial rein? Die habe ich alle angeworfen, die 8, ja. Okay. Die müssten auch fröhlich leuchten. Ich gucke. Ich gucke. Jo, ja, hier qualmt's. Gut. Dorscht habe ich. Military Camps. Ja. Oh, die Feuer brennen gar nicht, fällt mir gerade mal auf. Aufpassen. Nicht in eine Mine fahren. Was wir hier an Städten haben, das ist echt brutal. So eine Topfpflanze mitgenommen, wow. Ja, ein bisschen Deko ist nicht schlecht. Stell auf. Ja, ganz ruhig hier. Hier unten. Ja, brennt jetzt Stein an, gut. Wie das aussieht jetzt hier drin, sieht alles so gleichmäßig aus. Ja, ah, kannst du anmalen. Noch. Kannst du wieder Holzoptik drüber pinseln. So, ich habe den Boden mal hübsch gemacht. Der ist jetzt doppelt aufgewertet. Also hier oben sieht es jetzt schon recht gleichmäßig aus. Licht haben wir auch. Cool. War schon ganz hübsch. Hübsch. Wie viel warm? Was habe ich denn an, dass ich mich warm fühle? Kann ich nicht auch? Eigentlich nicht viel. Das ist wahrscheinlich, weil die Forges hier am Brennen sind, weißt du? Bestimmt, ja. Gut. Dann trinken wir jetzt mal Wasser. Ich loote mal alle Autos, die so intakt sind. Kann man auch Glück haben. Mit einer Orga oder mit Teilen. Was, eine Orga im Auto? Ja, ja. Okay. Kann auch passieren. Also die man noch looten kann, weißt du. So, könnte sein. So. Ich gehe mal rüber in den Knast und guck mal, was der Golden Rod macht da drüben. Oh ja. Nicht hier langsam mal ins Loch kommen. Oh. Ein Moped hätte man aufsetzen können. Diesen langen Weg. Also ich habe 3 breit bis vorne hin schon mal. Der Gang. Ist gut. Nur noch rechts rum noch nicht. Aber der ist nicht so lang, der bis dahin. Also. So. Ach Mensch. Was denn? Orga. Ja, ich geb's noch nicht auf. Okay. Ich hab's mal die Autos durchgeschaut, aber. Fahren wir gleich zum Handy. Das schaut doch gut aus. Hier ist drüben alles schön gewachsen. Sehr gut. Und das ohne zu gießen. Muss ich mal erstmal sortieren. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich gemacht? Irgendwas wollte ich gescrapped. Wegen scheiß Shortcuts, siehst du? Oh, so Orga-Blade. Nein. Genau so. Genau, gefunden und gescrapped. Kaffee, Recipes, Coffee Seed. Alles, zack. Die Shortcuts sind ja an sich cool. Nur, dass du halt ohne.
Bestätigung scrappen kannst, ist ein bisschen kacke. Scrappen ist doof, genau. Scrappen darauf ist blöd. Also ich meine, grundsätzlich natürlich nicht, aber... So. Ja, das ist halt schwierig. Wir wollen dies einteilen, ne? Kann ich auch verstehen. Aber... Wo ist die Tür hier? So, levelabhängig wäre cool. Haben wir die Tür aufgelassen. Ups. Entschuldigung. So, Hopfen haben wir jetzt 16. Wir verdoppeln jeweils. Gut. Ja, ist wie das Schachbrett. Ja, wenn du ein bisschen Dünger drunter klatscht, dann kriegst du ja noch mehr raus. Ja. Wir sind ja so selten unterwegs. Weißt du, was ich meine? Also, selten, wie ich das prüfe hier. Ja. So. Der hat einen Chainsaw Blade zum Beispiel. Ja, nicht schlecht, nehmen wir mit. Komm, kostet nicht so viel. Willst du meinen Helm haben? Yay, danke. Willst du einen Maple Seed haben? Schenke ich dir. So. Viele schöne Sachen, aber... Wir brauchen's. Ein Orca Blade. Wo war der andere Händler? Dort nicht. Waren es nur drei? Ich hatte doch vier gefunden, oder? Ja, sind es halt nur drei. Na komm, dreh dich. Oh, hier regnet es bei dir auch? Nee. Vielleicht zieht das noch zu mir rüber. So. Oh, ist schon wieder so weit. Sehe ich gerade. Was? Was? Mhm. Nein, ist 20 noch fertig. Ui, Sprung. Ah, der ist schon gut. Aber geht. Autsch. Autsch. Der hält doch nichts aus, der Typ hier, ey. Ah, ich habe ja auch von ihm meine Wirbelsäule ein bisschen gestaucht. Bei dem Sprung in der Folge davor. Ist auch interessant, wenn so ein Jet-Pilot mit dem Schleudersitz aussteigt, dann... Das darf er, glaube ich, zweimal machen, dann ist Ende. Dann darf er nicht mehr fliegen. Nee, das glaube ich nicht. Die müssen sich aushängen, so viel ich weiß. Ja, die Wirbelsäule verkürzt sich da irgendwie um ein paar Zentimeter. Naja, die Bandscheibe wird gestaucht. Ja. Hm. Ja, darf er schon abspringen, nur das muss halt generieren. Die Wirbelsäule, die Bandscheiben dehnen sich ja, wenn du abends pennst. Oder entspannen sich wieder. Aber nach so einem Knall. So. Gut. Also bei der nächsten Ernte können wir dann Bier brauen. Das können wir jetzt schon, aber ich habe nochmal angepflanzt, also ja, so viel haben wir noch nicht. Also, aber es hat sich schon gelohnt. Cool. Ja, dann sehen wir uns. Ich werde jetzt den Mais abernten noch und kann man es eigentlich festhalten? Mais. Kann man nicht. Oh, der stöhnt hier rum. Dank mechanischer Tastatur. Ja, wir sind am Ende der Folge, hast du gesagt? Genau. Na gut. Sind wir. Bin ich am Ende? Bin ich? Hashtag, was machen wir denn? Hashtag, auch haben wir beim letzten Mal vergessen, ne? Hashtag Mais, wo du gerade beim Mais bist? Gartenarbeit, Hashtag Gartenarbeit. Oder so weiter, ja. Irgendwie. Gartenarbeit ist gut. Gartenarbeit, Hashtag Gartenarbeit. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Gleich. Tschüss. Tschüss.